Ich habe bereits gestern ein Video zu diesem Thema gemacht. Doch ein Freund von mir hat mir heute einen Hinweis gegeben, der belegt, was an der ganzen Situation mit Patrice Wilson und diesem gruseligen Horror-Livestream auf sich hat und was an der ganzen Sache dran ist. Letztendlich wird dieses Video erklären, warum all dies passiert und was es zu bedeuten hat. Dieses Video ist eine Art Aufklärung der ganzen Situation, eine endgültige Antwort auf mein Video von gestern. Denn ich muss demütig, beschämt und ehrlich gestehen, dass ich eine wichtige Information, die mir direkt ins Gesicht gestarrt hat, einfach schlichtweg übersehen habe. Oder besser gesagt, vielleicht einfach übersehen wollte. Denn ihr müsst wissen, es gab die ganze Theorie, dass alles nur ein Marketingprojekt von Patrice Wilson ist, wie ich gestern ja bereits erzählt hatte. Also, dass Patrice mit diesem Stream bloß Promo für eine Show gemacht, die von seinem Netzwerk Sonic Media Network produziert wird. Und ich habe dieser Theorie, trotz aller Beweise, die es gab, nicht geglaubt. Und ich möchte euch einmal erklären, warum nicht. Ihr müsst wissen, Patrice Wilson ist ein seltsamer Mann, der häufig in der Kritik stand. Wie ich bereits erwähnt hatte, waren seine Lieder häufig seltsam, mit komischen Texten und merkwürdigen Videoausschnitten. Doch die ganze Sache über Patrice geht noch weiter. Denn vor einiger Zeit stand er in der Kritik, weil mehrere Online-Portale und Magazine wie Cracked beschuldigten, dass er kleine Mädchen ausnutzen würde und es gab sogar Gerüchte, dass er pädophil sein sollte. Doch zunächst die grundlegenden Dinge, die über ihn bekannt waren. Er war Singer und Songwriter mit nigerianischen Wurzeln, Gründer von Arc Music Factory und Payto Music World. Zudem war er Co-Produzent, Co-Writer und Rapper bei dem berühmten Lied Friday von Rebecca Black. Doch das war nahezu alles, was man wusste. Viele fingen an, dann ihn für seine Videos zu kritisieren, die er machte. Sie sagten, dass diese Videos ein Bild vermitteln, in dem eindeutig junge Mädchen für seinen Erfolg ausgenutzt werden. Denn diese jungen Mädchen gaben ihm Geld und er verspricht ihnen, ein Star aus ihnen zu machen, so wie er es bei Rebecca Black ebenfalls getan hatte. Doch auch wenn er dies immer verspricht, ist dies nahezu nie der Fall. Und fast jedes Mädchen, dem er versprochen hat, dass er ein Star aus ihr macht, ist in den Tiefen des Internets verloren gegangen und niemand kann sich wirklich mehr an die Namen erinnern. Bei jedem Lied, das Patrice mit den jungen Mädchen gemacht hatte, gab es aber stets einen Gewinner. Und dieser Gewinner war jedes Mal er selbst. Er verdiente viel Geld mit den Videos seiner kleinen Stars, wurde bekannter, immer mehr Mädchen kamen zu ihm und wollten auch berühmt werden und gaben ihm Geld. Und seine Stars, mit denen er sein ganzes Geld verdiente, bekamen dabei vergleichsweise wenig ab. Zudem wurde Patrice auch dafür kritisiert, dass er sich selbst in den Videos als eine Art Pädophilen darstellte. Ich denke, dies muss jeder selbst entscheiden. Es heißt, dass er wie ein Pädophiler in dem Lied Friday aus seinem Auto Rebecca beobachtet und sie mitnehmen will. Und in dem Lied Chinese Food zum Beispiel verkleidet er sich als Panda-Bär und tanzt mit jungen Mädchen oder spielt mit ihnen und vier weiteren Monopoly. Und in dem Lied ABCDEFG ist die ganze Sache noch etwas extremer. Denn hier sieht man Patrice, wie er eine Miniaturstadt gebaut hat. In einem der Häuser lebte aber ein junges Mädchen. Und dieses junge Mädchen beobachtet er mit einem großen Grinsen durch das Fenster. Natürlich ist dies seltsam, ein minderjähriges Mädchen zu beobachten, aber er tut es ja nicht in echt, sondern nur für das Video. Ob er dies getan hat, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, halt kleine Mädchen zu erreichen, die es irgendwie witzig oder lustig oder schön finden, oder er es aus anderen seltsamen, unerfindlichen Gründen gemacht hat, kann nicht klar gesagt werden. Doch die Wahrheit über ihn ist, Patrice ist kein guter Mensch. Er mag kein Pedo sein, dies sind nur Gerüchte und sie als wahr zu sehen wäre falsch, da es keine handfesten Beweise dafür gibt. Denn diese Gerüchte wurden häufig von anderen Musikproduzenten aus seinem Genre aufgestellt. Dies kann aber auch bedeuten, dass viele Musikproduzenten einfach neidisch waren und deswegen Lügen über ihn erzählt haben. Denn häufig waren viele Leute auf ihn neidisch, weil er halt viel Geld verdient hat, auch wenn es keine ehrlichen Methoden waren. Allerdings ist er auf eine andere Art und Weise ein schlechter Mensch. Denn er nutzt mehrfach die Hoffnung kleiner Mädchen aus. Sie gaben ihm viel Geld, manchmal 4.000, manchmal 5.000, manchmal mehr. Er machte dann einen Song mit ihnen, sie bekamen ab und zu 15 Minuten Ruhm und das war es. Der strahlende Gewinner war Patrice und die Verlierer waren seine sogenannten Stars. Und aus diesem Grund wuchs der Hass gegenüber von Patrice. Von allen Seiten kam Hass ihm gegenüber und dies war auch der Grund, wieso Ethan Klein überhaupt erst von der ganzen Sache sprach. Er machte sich nicht einfach nur über die Lieder lustig, dies machte er nebenbei. Er sprach nämlich auch in seinen Videos klar an, was für ein Problem er eben mit diesen Videos hat und warum er Patrice in der Kritik sieht.
Doch nun kommen wir zu dem wichtigen Part, die Aufklärung über den Stream. Und die Antwort ist viel leichter als man denkt. Der Stream ist wirklich kein Mysterium. Sicher ist Patrice ein komischer Mensch und sehr geldorientiert, auch wenn er dafür Mädchen ausnutzen muss. Aber er war nie bewiesenermaßen handgreiflich gewesen oder vergewaltigte jemanden. Daher zu glauben, dass ein Stream eine Art Schutz für einen Mörder ist, der kleine Mädchen verschleppt, vergewaltigt und so weiter, ist einfach nur Träumerei. Natürlich ist es spannender zu sagen, dass Patrice vielleicht irgendein Motiv hat, dass er die Polizei an der Nase herumführen will und dass er scheinbar auf verstörende Weise den Menschen von Morden berichten möchte, die er begangen hat. Doch dies tut er einfach nicht. Er macht einfach nur knallhart Promo. Ich sagte gestern, dass Patrice keinen Grund hätte, Promo für eine Sendung zu machen, an der er nicht einmal beteiligt ist. Und das ist wahr, niemand macht Werbung für etwas, wo er selbst keinen Nutzen draus zieht. Doch ich habe eine Sache übersehen und ich verstehe nicht, wie ich persönlich so blind sein konnte. Denn er ist beteiligt an der Sendung. Er ist kein Schauspieler oder Schreiber der Sendung. Er ist der Produzent. Klein, in winzigen Buchstaben steht dies sogar auf seiner Homepage. Produced by Patrice Wilson. Es ist seine Show. Es ist eins der ersten Male, dass er wirklich ins Fernsehgeschäft geht und die Musik hinter sich lässt. Natürlich will man gerne eine Story haben, eine große und reißerische Story. Man möchte alles Mögliche hineininterpretieren und hoffe, die Sache interessant zu machen. Zu sagen, dass dieser ganze Stream einen Mörder zeigt, der uns in diesen verschiedenen Bildaufnahmen zeigt, wo Menschen gestorben sind, klingt deutlich interessanter, als zu sagen, dass jemand Werbung für seine Sendung macht. Doch so etwas passierte schon häufiger und ich muss gestehen, dass ich vielleicht mir auch einfach gewünscht hatte, dass mehr an der Sache dran ist. Doch wenn man die Fakten sieht, dann merkt man eindeutig, dass alles ein Marketingstreich von Patrice ist. Gehen wir einmal kurz die Fakten durch, damit es allen klar wird. Der Countdown von seinem Stream läuft am 1. Dezember ab, der Tag, an dem seine neue Show Vantage Points erscheint. Er zeigt in seinen seltsamen Videos, die während des Livestreams hier und da mal eingeblendet werden, komische Orte. Viele dieser Orte sind ebenfalls so oder so ähnlich in dem Trailer zu seiner neuen Serie zu finden. Er löschte seinen fröhlichen Content, der aus gute Laune Musik bestand, und nutzt nun einen gruseligen Livestream mit einem verstörenden Titelbild und Avatarbild. Er wechselt also vom Thema Freude, Glück, Musik zum Thema Horror, passend zu der neuen Horror-Miniserie, die er starten will mit Vantage Points. Und er weiß, wie viel Aufmerksamkeit er durch Ethan von H3H3 bekommen kann. Bereits in der Vergangenheit profitierten seine Videos unfassbar von der Aufmerksamkeit, die Ethan durch seine Videos millionenfach erzeugte. Denn nach dem Lied Friday, womit Patrice einen richtig großen Erfolg hatte, waren seine restlichen Lieder eigentlich ziemlich unerfolgreich. Und nur dadurch, dass Ethan über sie sprach, sich darüber lustig machte, wurde er gepusht. Die Zuschauer war die Community von Ethan und keine Leute, die wirklich interessiert an der Musik waren. Und nun benutzt er mit Absicht in dem Titel seines Streams H3H3, nur damit Ethan selbst auf ihn aufmerksam wird, also wieder Werbung für ihn macht und weil er dann höher auf YouTube angezeigt wird, weil man nun ihn höher sieht, wenn man seinen Namen in Verbindung mit H3H3 sucht. Und da habt ihr's. Kein Mord, keine Vergewaltigung, kein Wahnsinniger. Ein Mann, der Tausende an der Nase herumführt, wenn es nicht ein paar Menschen in der Community von Ethan geben würde, die der ganzen Sache auf die Schliche kamen. Ihr müsst wissen, diese Streams sind nichts Seltsames. Erst vor kurzer Zeit gab es einen Stream, der extrem gruselig aussah. Ein Countdown, wo viele gefragt haben, was ist hier los? Und letztendlich war es nur Werbung für das neue Diablo-Spiel. Der Mensch sucht häufig nach Drama, nach wahnsinnigen Geschichten und Dingen, die unfassbar wirken. Deswegen sind reißerische Schlagzeilen wie die der Bild-Zeitung auch so beliebt. Die Menschen wollen häufig die Wahrheit nicht sehen. Sie wollen Dinge sehen, die schön und interessant klingen. Sie wollen Märchen und keine Fakten. Deswegen sind auch Horrorgeschichten häufig so beliebt, weil die Menschen für einen Moment etwas hören wollen, was sie eigentlich gar nicht glauben können, wo sie unsicher sind, dass es so etwas gibt. Dies war im Mittelalter schon so, wo Leute sich Märchen erzählt haben. Und dies ist auch heute noch so. Doch wenn man sich selbst dazu zwingt, all die Gier nach Spannung hinten anzustellen, dann bemerkt man am Ende, dass an der ganzen Sache, an diesem ganzen Stream, einfach kein Funken wahrer Horror dran ist. Es ist eine einfache Dauerwerbesendung von Patrice Wilson.
Eigentlich hatte ich dieses Video gerade schon beendet. Das war schon alles fertig, als mir noch eine Sache eingefallen ist, die ich euch gerne noch sagen würde. Und zwar möchte ich euch einmal etwas fragen. Erinnert ihr euch noch an Marina Joyce? Marina Joyce, für alle, die es nicht wissen, war eine junge Frau, die meistens etwas komische Videos gemacht hat. Aber es waren häufig irgendwelche Schminkvideos, Fashionvideos, Lifestylevideos. Nichts, was irgendwie seltsam auf YouTube ist. Doch dann passierte etwas Seltsames, denn auf einmal verhielt sie sich in einem Video seltsamer als sonst. Es kamen Gerüchte auf, dass sie scheinbar irgendwie entführt worden sei, dass irgendwelche Leute sie zwingen, diese Videos zu machen, sie ausnutzen und das Geld von ihr klauen, und sie hat Angst und versucht irgendwie dem Zuschauer mitzuteilen, dass sie Hilfe braucht. Diese Theorien wurden immer weiter gesponnen. Es gab Milliarden Videos auf YouTube, die über dieses Problem sprachen. Und das sorgte dafür, dass Marina Joyce Millionen an Abonnenten machte in kürzester Zeit. Sie hatte dies vielleicht nicht mit Absicht gemacht, aber spätestens als sie bemerkt hat, was daraus passiert ist, hat sie angefangen, mit Absicht so zu tun, als würde sie irgendwie gekidnappt sein. Mit Absicht so zu tun, als wäre irgendetwas komisch an der Situation, ohne zu lügen und zu sagen, dass tatsächlich sie entführt worden ist. Und dies ist nämlich eine Sache, die häufig gemacht wird. Horror ist nicht einfach eine Sache, die Menschen gucken aus Interesse. Horror ist etwas, was Leute anzieht. Und mit Horror, gerade wenn es nicht zum sonstigen Content passt, macht man perfekt Werbung für Dinge. Wenn Leute merken, das stimmt irgendetwas nicht, irgendetwas ist seltsam, verstörend oder gruselig, dann teilen sie es im Internet. Dann werden Leute gefragt, was ist hier los, kannst du mir das erklären? Und alles wird größer. Der Fakt, dass Patrice Wilson hier ebenfalls mit Horror versucht, Werbung zu machen, deutet auch noch darauf hin, dass alles nur ein großer Marketingstreich ist. Denn sind wir einmal ehrlich, wenn jemand einen Mord vertuschen will, wenn jemand irgendetwas Schlimmes getan hat, dann filmt er es nicht. Dann geht er mit diesem gruseligen Image nicht an die Öffentlichkeit. Es wäre zu eindeutig, er würde weiterhin mit seinen glücklichen Videos weitermachen, wenn er wirklich etwas getan hätte. Gut, das war nochmal so ein kleiner Einschub. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.